Leider hat Corona unsere Pläne durchkreuzt und wir müssen auf moderne Medien zurückgreifen. Und da gibt es heute einen virtuellen Rundgang durch die Schlosskirche Chemnitz, welches früher die Klosterkirche St. Marien war. Das, was wir heute als Schlossberg Museum, Schlosskirche und Schlossberg kennen, war früher der Klosterberg und ich bezeichne das als Wiege der Stadt Chemnitz. Das Kloster wurde gegründet 1136 von Benediktinermönchen, die aus der kleinen Stadt Pegau kamen. Sie rodeten die Fläche oben auf dem Berg, bauten die ersten Gebäude aus Holz und dann später aus Stein. Die erste Kirche, die errichtet wurde, war die romanische Basilika.